Heute nehmen wir drei Top-Dividendentitel ganz genau unter die Lupe. Und welche das sind, das erfährst du jetzt in diesem Video. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Thorsten Tiet bei mir zu Gast, der Gründer vom Aktienfinder. Tolles Tool. Ich nutze es selber sehr, sehr gerne für meine privaten Investments. Ja, und offenbar bin ich da auch nicht der Einzige, denn Thorsten hat, glaube ich, mehr als 100.000 angemeldete Nutzer auf seiner Plattform mittlerweile. Chapeau, herzlichen Glückwunsch, sehr verdienter Erfolg. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, und tatsächlich wird der Aktienfinder auch heute in diesem Video das eine oder andere Mal zum Einsatz kommen. Also Thorsten und ich haben uns nämlich vorgenommen, heute in drei Dividendentitel ganz, ganz tief reinzutauchen, die Thorsten in seinem privaten Depot führt, aber auch für die Kundschaft sozusagen vom Aktienfinder, einerseits im Starterdepot und andererseits im dicke Dividendendepot. Und da haben wir uns einfach mal drei Werte ausgesucht, über die wir sehr detailliert miteinander sprechen wollen. Und wie gesagt, Thorsten wird auch den ein oder anderen Wert auf dem Bildschirm zeigen und dort also eine richtig gute Fundamentalanalyse letztendlich vornehmen. Operativer Cashflow, Dividendensteigerungsraten, auch über die Schuldensituation. Ja, da werden wir drüber sprechen und das Ganze dann letztendlich auch über den Aktienfinder visualisieren. Und ich würde sagen, tolles Programm, volles Programm. Steigen wir ein ins Video direkt. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Thorsten Tiet. Hi Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo Timo, freut mich. Jederzeit gerne. Wunderbar. Du Thorsten, ich würde jetzt einfach mal so starten, dass ich dir fünf Stichworte kurz zurufe und ich würde dich bitten, kurz und knapp in ein, zwei Sätzen assoziativ zu antworten. Was springt dir da, was hoppst dir da spontan durch den Kopf? Das stand aber nicht im Skript, Herr Bautzes. Nein, das stand nicht im Skript, genau. Ganz kleine Überraschung ist das. Das kostet extra. Ja, kein Problem. Okay. Wunderbar. So, erstes Stichwort, dein Leib- und Magenthema, Dividenden. Finde ich gut, je mehr, je besser. Mhm. Dann zweites Stichwort, ETFs. Für diejenigen, die für Aktien zu faul sind und denen Aktien keinen Spaß machen, die richtige Alternative. Mhm. Dann Growth-Aktien. Eine schöne Ergänzung zu Dividendenaktien, wenn man die nötige Zeit, die nötigen Nerven und das richtige Tool hat dafür, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Gilt übrigens auch für Dividendenaktien. Das Letztere. Ja, perfekt. Dann PayPal. Habe ich verkauft und ich bin froh darüber. Ja, geht mir genauso. Ich habe sie auch ordentlich mit Verlust rausgeschmissen. Wir haben jetzt neulich, ich habe jetzt Podcast mit Lars und Sebastian, da haben wir über die PayPal nochmal gesprochen, scheiden sich die Geister. Aber nur ganz kurz, weil mir das auch spontan durch den Kopf geht, würdest du jetzt auf dem gegenwärtigen Niveau nochmal draufschauen nach dem Motto, hey, könnte jetzt vielleicht doch nochmal interessant werden? Also rein fundamental sieht die Aktie die ganze Zeit schon interessant aus. Seit, weiß ich jetzt gar nicht, das ist seit deutlich über einem Jahr, seit sie so klar zurückgekommen ist. Und das Geschäftsmodell an sich ist ja auch solide, ne? So, und die Marktstellung ist ja auch gut von PayPal. Kommt ja keine Online-Bezahlseite ohne PayPal aus. Aber das Management, ich habe mich ja damit beschäftigt, macht für mich einen Kraft- und auch einen etwas planlosen Eindruck, wo man nicht so die richtigen Visionen hat. Und ich habe einfach das Gefühl, die ruhen sich immer noch etwas leicht arrogant auf ihren Lorbeeren aus. Und das wird über kurz oder lang dann an der Innovationskraft, die ich jetzt eh schon ein bisschen in mangelhaft sehe, weiter zehren. Und die Konkurrenz schläft nicht. Insofern, fundamental sieht es gut aus. Aber ich glaube nicht ans Management. Und das macht für mich die Aktie zum No-Go als Investment. Okay. Okay. Und das letzte Stichwort, dein letzter Kauf in deinem privaten Portfolio? LVMH tatsächlich. Eine der drei Aktien, die wir jetzt auch näher durchleuchten werden. Auf jeden Fall. Aber bevor wir damit starten, Thorsten, würde ich dich nochmal ganz kurz bitten, ihr habt ja beim Aktienfinder, tolles Tool übrigens, nutze ich sehr, sehr gerne, habe ich hier im Video auch schon mal mit eingesetzt. Ihr habt zwei Depots
Und einmal das sogenannte Starterdepot und einmal das sogenannte dicke Dividendendepot. Könntest du uns da mal so ganz kurz abholen, was sind denn das für Depots und wie sind die konzipiert und was wandert da rein? Also wir sind beim Aktienfinder ja nicht nur ein Screener, wir sind eine komplette Plattform. Das heißt, wir haben den Screener, wir haben Aktienanalysen, die wir veröffentlichen und zu guter Letzt haben wir auch noch Echtgelddepots. Da ist so ein bisschen Learning by Doing, das Ganze machen wir auch mit der Community zusammen. Das heißt, Echtgelddepots, die meisten Depots, das sind ja so Musterdepots, die werden heute aufgemacht und morgen sind sie dann wieder zu, so ungefähr, weil sie auch schlecht performt haben oder weil das Jahr rum ist oder was auch immer. Ne? Und was wir machen, ist einfach, wir machen Depots, die sind A, langfristig angelegt, das Starterdepot läuft seit 2019, also geht jetzt schon ins fünfte Jahr tatsächlich. Das dicke Dividendendepot haben wir dieses Jahr angefangen, sind beides Dividendenstrategien, einmal dynamisches Dividendenwachstum, das Starterdepot und das dicke Dividendendepot, da geht es um dicke Dividenden von Anfang an, so ist der Slogan. Und wenn du mal kurz die Webseite einblendest, dann kann ich mal zeigen, wo man das findet. Das Ganze ist nämlich frei zugänglich. Jawohl, vielen Dank. Und zwar haben wir hier das Echtgeld, also auf Aktienfinder.net und da kommen die gleich, Starterdepot und dicke Dividendendepot. Und wenn wir jetzt mal zum Starterdepot gehen und da ist auch die LVMH-Aktie drin, das wäre die Aktie Nummer 1, die wir besprechen. Und das sind einfach Beispiele. Also wir haben dieses Starterdepot und auch das dicke Dividendendepot aufgebaut, gemeinsam mit der Community. Das heißt, wir haben gemeinsam bestimmt, welche Aktien da reinkommen tatsächlich, also wie wir investieren. Und wir besparen diese Depots mit jedem Monat über Aktiensparpläne, 20 Aktien jeweils in beiden Depots. Monat für Monat besparen wir die. Jeder macht es in dem Rahmen, in dem er kann, bezüglich seines Budgets. Und man muss sich auch nicht eins zu eins an diese Aktien halten. Wie gesagt, das ist nur eine Inspiration. Und wir geben an der Stelle ja auch keine Kaufempfehlung direkt ab. Ich persönlich bespare diese beiden Depots mit jeweils 1.000 Euro im Monat. Das heißt, in jede Aktie fließen 50 Euro rein im Monat. Welche Aktien das sind, das sieht man hier zum Beispiel dann bei alle Positionen. Und man sieht hier unter anderem LVMH. Okay. Ja. Gibt es da eigentlich auch Überschneidungen in den beiden Depots? Doppelt sich da etwas? Oder? Tatsächlich ganz wenig. 3M, eine der Aktien, die wir zufälligerweise auch besprechen, ist in beiden Depots drin. Ansonsten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob es noch eine Überschneidung gibt. Also 3M wurde nochmal reingewählt. Könnte es sein, bin ich mir jetzt nicht sicher, eventuell auch Unilever. Werden wir gleich sehen, wenn wir nachher das dicke Dividendendepot angucken. Ein bisschen Spannung muss ja sein, ne? Ja, klar. Dann die SAP, die im Starterdepot drin ist, die wollte ich noch mal ganz kurz mit ansprechen, weil da wollte ich mal ganz kurz deine Meinung hören, Thorsten. Das ist ja so eine Aktie, die eigentlich interessant ist, eigentlich. Und trotzdem fristet die irgendwie so ein Nischendasein. Also das ist ja eigentlich ein großer DAX-Wert, marktkapitalisierungstechnisch sehr, sehr wichtig für den Index. Die zahlen sehr verlässlich, konstant Dividende, haben nicht die größte Dividendenrendite, aber es passt alles. Die haben mittlerweile wiederkehrende Erlöse oder gut planbare Erlöse von über 80%. Also das heißt, das ist eigentlich irgendwie so ein Wert, der schon interessant ist. Und trotzdem ist der kaum zu finden in den deutschen Anlegerdepots. Hast du dafür irgendwie eine Erklärung? Also allgemein sind ja deutsche Aktien so ein bisschen out. Also die waren noch nie, gut, es gab den Home Bias, klar, aber es gab immer den Fokus auf die großen US-Werte, was ja auch erstmal richtig ist. Einige deutsche Aktien, Hoffnungsträger im Technologiebereich, die haben es auch noch versemmelt, in erster Linie Wirecard. Also wahrscheinlich auch nochmal dazu beigetragen, dass viele Aktionäre bei deutschen Aktien und auch speziell vielleicht den Tech-Werten ein bisschen zurückhaltend sind. SAP ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe gerade mal im Aktienfinder hier geschaut, was so die langfristige Renditeerwartung ist. Oder nicht eine Erwartung, sondern was innerhalb der letzten 20 Jahre die durchschnittliche Performance im Jahr gewesen ist. Ja, danke fürs Einblenden. Das sind 9,5%. Das meiste Kursgewinne, aber auch Dividenden. Dividendenrendite liegt gerade bei 1,7%. Das heißt, das ist erstmal gar nicht so schlecht, sondern damit hat man dann sogar langfristig den Markt geschlagen. Wie du gesagt hast, die haben ja jetzt umgestellt, immer mehr auf wiederkehrende Umsätze, mehr auf Cloud-Services und das läuft ja so langsam auch richtig gut an.
Und ich halte SAP, ich weiß nicht, warum viele Leute die Aktie jetzt speziell rausnehmen oder nicht im Depot haben. Könnte mir vorstellen, dass es wirklich an dem Deutschland quasi liegt. Und dass natürlich einige andere Aktien, insbesondere die nach wie vor die Fang-Aktien, Alphabet, Microsoft etc., einfach eine größere Strahlkraft haben als ein Unternehmen wie SAP. Das klingt so ein bisschen angestaubt und langweilig. Und die Renditen von 9,5% langfristig, die sind zwar schön und gut, aber wenn ich das selber jetzt machen würde mit einer Fang-Aktie, käme ich ja deutlich drüber, ne? Also es gibt durchaus auch rationale Gründe vielleicht, warum die viele Investoren eine andere Aktie bevorzugen. Wir jetzt speziell haben die Aktie im Starterdepot, das stimmt. Wir wollten auch eine regionale Diversifikation machen, nicht nur US-Aktien haben. Und da war für uns SAP eben einer der besten deutschen Werte. Und da halten wir auch dran fest. Okay, dann habt ihr auch einen China-Wert mit drin, und zwar die Tencent. Kannst du zu dem Wert auch noch ein bisschen was sagen? So ein ganz kurzer Snapshot, kurze Einordnung. Tencent war ja einer der Highflyer zusammen mit Alibaba. Das waren die großen zwei Brüder. Ich kann die auch mal kurz hier kurz reinholen. Und da wurde das Gewinnwachstum ja jetzt deutlich ausgebremst. Sieht man auch schön im Aktienfinder. Gemeinsam mit dem Aktienkurs. Hier sieht man, der Aktienkurs hatte mal bis zu hier die 760 Hongkong-Dollar und hat dann korrigiert bis auf 200 Hongkong-Dollar und liegt jetzt bei 300, hat sich also leicht erholt. Und man sieht auch relativ schön, dass das Gewinnwachstum abgeflacht hat hier in den Zeiten der starken Regulierung. Ich sehe Tencent nicht so kritisch wie Alibaba. Alibaba hat sich ja mit Jack Ma zum Feind der Kommunistischen Partei gemacht, mit seinen kritischen Äußerungen auch und mit Ant Financial, die ja quasi so zu den Banken, quasi eine, zu den staatlich regulierten Banken eine Konkurrenz geworden wären, wahrscheinlich eine übermächtige Konkurrenz. Und damit natürlich auch zu mächtig für die Kommunistische Partei. Bei Tencent sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch. Bei Tencent ist es eher so ein sozial-gesellschaftliches Problem, dass die Jugendlichen zu viel datteln und schlechte Augen kriegen und vielleicht einen schlechten Einfluss, wenn die Spiele quasi andere Dinge vermitteln, also westliche Werte quasi vermitteln. Aber da ist es weniger ein strukturelles Problem, eine strukturelle Herausforderung für die Kommunistische Partei, sehe ich jedenfalls. Insofern ist Tencent aus meiner Sicht weniger bedroht und auch stärker aufgestellt als Alibaba, wo ja da der Fokus ganz stark auch nochmal auf den Onlinehandel war, auf der ja eh margenschwach ist. Und hier ist es doch mehr auf Software. Und Tencent ist eine dieser, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch trotzdem Problemaktien im Starterdepot. Davon gibt es einige wenige. Wir haben mehr Gewinner, glücklicherweise, und die Performance ist auch ganz gut, aber es ist halt immer so, wenn man ein Depot hat, dann nach ein paar Jahren stellt sich raus, dass die eine oder andere Aktie halt nicht so gelaufen ist, wie man sich das erwünscht hätte. Die sind weiter auf der Beobachtungsliste, Tencent. Und guck mal, was die weitermachen. Ich bin jetzt noch zuversichtlich, dass die Aktie dann auch mittelfristig wieder performen wird. Ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, hohe Chance, aber auch ein erhöhtes Risiko. Ihr habt im Starterdepot eine Aktie auch schon mal verkauft, nämlich die Adidas, meine ich. Und wie läuft denn sowas ab? Also entscheidet ihr das dann, also du und dein Team beim Aktienfinder, oder gibt es da eine Community-Abstimmung? Oder ja, wie läuft sowas ab, wenn eine Aktie rausfliegt? Das kann ich dir zeigen. Blenden wir mal meinen Bildschirm ein, bitte. Ja. Ja, so, hier, das war das Video, erster Rausschmiss am Start. Man muss dazu sagen, es war tatsächlich der erste Rausschmiss im fünften Jahr. Ne? Das heißt, bis dato haben wir nicht eine einzige Aktie angerührt oder ersetzt. Ja. Aber irgendwann kann man im Sinne von Buy and Hold und Check ja tatsächlich mal aktiv werden. Und Adidas hat halt enttäuscht. Adidas hat eigentlich enttäuscht seit Beginn der Corona-Pandemie, als sie dann die Dividende komplett gekürzt haben. Natürlich haben die genauso wie Nike auch gelitten unter den Ladenschließungen, aber Nike hat es besser verkraftet. Und dann noch mit dem Rapper, mit den antisemitischen Äußerungen und dem komplett glücklosen CEO, Rørsted heißt er, Kasper Rørsted, glaube ich, hieß er. Und
Da ist einfach dann die Luft draußen, auch in China haben die Probleme und das haben wir halt alles gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, gibt es denn eine bessere Aktie, die wir uns vorstellen könnten, dass diese Aktie Adidas ersetzen kann? Und das haben wir in LVMH gesehen, erstmal intern. Und wir haben nichts ohne die Community, das heißt, das Video, was du eingeblendet hattest, da haben wir dann unsere Idee der Community präsentiert und haben sowohl Adidas nochmal unter die Lupe genommen, als auch LVMH als Alternative. Und haben dann die Community abstimmen lassen, mehrere Tage lang, für was sie sich entscheiden, ob sie Adidas beibehalten möchten oder durch LVMH ersetzen möchten. Letzteres kam raus, so dass dann auch ich tatsächlich hingegangen bin in meinem Echtgelddepot und die Adidas-Position aufgelöst habe, für das Geld LVMH gekauft habe und einen Sparplan eingerichtet habe auf LVMH über die 50 Euro monatlich, und den Sparplan auf Adidas natürlich gelöscht. Das war ja, also das finde ich sehr vorbildlich, dass du dann also auch wirklich in deinem privaten Depot dann so vorgehst und dich auf die Schwab-Intelligenz dann wirklich verlässt. Da ist mittlerweile auch ein bisschen Geld dahin. Es sind jetzt mittlerweile über 30.000 Euro Marktwert, die sich da schon angesammelt haben. Ne? Das ist die langfristige Vermögensbildung. Und am Anfang habe ich noch 500 Euro reingesteckt. Erst seit kurzem sind es 1.000 Euro. Ah, okay. Ja, das scheint ja auch ganz gut zu laufen da beim Aktienfinder, ne? Ja, man sieht ja auch die Performance. Ja, so, das meiste. Ja. auch für die Community. Ja. Du, sollen wir direkt zur ersten Aktie dann rüberspringen, zur LVMH? Klar, können wir gerne machen. Ich werde die auch dann hier im Aktienfinder natürlich wieder einblenden, ne? So, Moment, LVMH. So, da sind wir schon. Also LVMH hat ja, wenn wir uns nur den Aktienkurs anschauen, ein bisschen reingehen hier, deutlich verloren von der Spitze. Die waren ja bei 900 Euro und jetzt sind sie bei 660 Euro. Das heißt, die sind ganz schön auf Tauchgang gegangen, haben 25% in etwa Kursverlust erlitten. Und da muss man sich natürlich fragen, woran liegt das oder was ist da los? Kann ich in die Aktie noch investieren? Hat sich funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr oder so? Und da kann ich eigentlich schon beruhigen. Also zunächst einmal war LVMH nicht besonders billig. Wenn wir hier die Multiples angucken, dann gerade mal das hier zum Beispiel, da sieht man hier, dass sie dann auch nochmal, Moment, ich muss mal doch vielleicht auch nochmal hier zurückgehen, dann sieht man, dass sie teilweise relativ hoch bewertet war mit einem 40er Multiple. Und jetzt müssen wir mal kurz den bereinigten Gewinn einzeigen. Naja gut, das ist nicht so aussagekräftig, tut mir leid. Das war hier der Knick gewesen von Corona. Da sind natürlich einige Läden zu gewesen und da konnte man dann schlecht shoppen gehen. Und deshalb ist dann auch der bereinigte Gewinn nach unten gegangen. Allerdings nicht so dramatisch, weit entfernt vom Verlust. Wir haben aber dann danach, das sieht man vielleicht besser hier im Qualitätscheck, wenn ich hier noch ein bisschen reinzoome, dann sehen wir hier eine fulminante Aufholjagd bei LVMH. Also Rekordgewinne schon im Folgejahr 2021. Und jetzt haben wir eigentlich so eine Phase, wo sich das Gewinnwachstum wieder normalisiert. Ja? Mhm. Das heißt, wir hatten jetzt vor kurzem Zahlen, da hat die LVMH-Aktie nochmal um 6,5% nachgegeben. Diese Zahlen haben enttäuscht, weil die Analysten mehr erwartet hatten. Deshalb ist die Aktie jetzt nochmal gefallen. Die Analysten haben mehr erwartet, weil einfach es in der letzten Zeit so gut gelaufen ist bei LVMH. Die haben aber, und ich habe es mir aufgeschrieben, weiterhin organisches Umsatzwachstum von um die 9%, glaube ich. Muss ich mal kurz gucken hier. Genau, organisches Wachstum von um die 9%. Und das heißt, das funktioniert nach wie vor sehr gut und Luxus funktioniert auch nach wie vor sehr gut, auch in schwierigen Zeiten, wenn die Konjunktur lahmt. Also das ist einfach nur eine Normalisierung. Und wenn wir jetzt wieder zum fairen Wert zurückgehen und dann mal schauen, was es mit der Aktie hier so auf sich hat und wie sie bewertet ist, dann sieht man eigentlich relativ schön, das ist hier der faire Wert gestrichene Linie, das schwarze ist der Aktienkurs. Und dann sieht man relativ schön, dass die Aktie hier eben relativ sportlich bewertet war. Dieser Knick hier beim fairen Wert, dieses Delta quasi oder dieses Gap kommt zustande, weil die Börse relativ schnell gesehen hat, dass es bei LVMH doch weiterhin relativ gut läuft
obwohl einige Ladenschließungen da gewesen sind und der Gewinn dann nach unten gegangen ist. Deshalb ist der Aktienkurs schon gestiegen. Man sieht aber hier, als der Aktienkurs bei Spitze um die 900 Euro gewesen ist, dass die Aktie schon relativ teuer war. Weil hier ist ja der faire Wert gewesen, dann zwischen 680 Euro. Und jetzt haben wir eben die Korrektur unter den fairen Wert. Und wenn wir uns jetzt mal schauen, was da für eine Renditeerwartung herauspurzelt, wenn man einfach mal nur das fortschreibt, was die Analysten, das sind jetzt schon die neuen Zahlen eingearbeitet, wovon sie ausgehen. Und sie gehen eben davon aus, und das sieht man hier unten auch, von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Also das laufende Geschäftsjahr 9,2%, das deckt sich mit dem organischen Wachstum von den 9% jetzt. Und danach eine leichte Verlangsamung um die 8% und dann vielleicht wieder 9%, also hohes einstelliges Wachstum. Dann hätten wir hier einen fairen Wert von 990 Euro Ende 2026. Das ist also schon etwas mehr, es wäre ein neues Allzeithoch. Und das wäre dann 15,3% eine jährliche Rendite auf 2026. Jetzt könnte man sagen, das ist mir zu optimistisch. Ich gehe auf die alten Hochs, ja, bei 900 irgendwo. Und dann könnte man hier hingehen zum Beispiel, die Hilfslinie nehmen, um ein bisschen tiefer zu stapeln. Da hätte man noch eine Renditeerwartung von 12,4%. Und das liegt eben weiterhin über dem Durchschnitt, also über dem Marktdurchschnitt, was man ansonsten so langfristig jedenfalls vom Aktienmarkt erwarten kann, zum einen. Und zum anderen ist es eben ein relativ Konjunktur-unkritisch oder ja, was ist das Gegenteil, Thema von konjunktursensibel? Konjunkturunsensibles Geschäftsmodell. Ja, also, ich glaube, man versteht, was du meinst. Einfach krisensicher. Ja, nehmen wir es einfach krisensicher. Und ja, dafür ist auch eine immerhin noch zweistellige Renditeerwartung gar nicht schlecht vom Risiko-Chance-Verhältnis. Ja, man kann sie jetzt noch verstehe. Man kann sich jetzt noch die Dividenden. Ja? Nee, mach weiter, sorry. Man kann jetzt noch die Dividendenrendite anschauen, für wen die Aktie geeignet ist zum Beispiel. Weil wir bewegen uns ja jetzt bei Dividendenaktien. Und die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,8%. Das ist jetzt erstmal nicht, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig hoch. Aber wenn wir hier dann die Steigerungsraten uns anschauen, dann sind die eben im zweistelligen Bereich jährlich. Bislang jedenfalls gewesen, so um die 15%, auf die letzten 5 Jahre sogar noch mal ein bisschen mehr, trotz Corona, und jetzt auf dieses Jahr geschätzt auch so um die 15%. Jetzt wird es wahrscheinlich langfristig abnehmen, auf dem hohen einstelligen Bereich, schätze ich mal. Würde ich aber immer noch sagen, das ist dynamisches Dividendenwachstum. Und wenn man in den Qualitätscheck reingeht und sich einfach mal hier alles anschaut, nämlich den Gewinn jetzt in dem Fall, den freien Cashflow. Da sieht man, da ist noch Luft, ja. Da ist noch Luft. Die Ausschüttungsquoten liegen so bei, je nachdem, was ich nehme, auf den bilanzierten Gewinn nur bei 38% und auf den freien Cashflow bei etwas über 50%. Das heißt, da ist noch Luft. Insofern, selbst wenn das Gewinn- und Free Cashflow-Wachstum sich etwas verlangsamen sollte, wäre immer noch auf absehbare Zeit Luft, die Dividende weiter dynamisch zu erhöhen, weil eben die Ausschüttungsquoten relativ niedrig sind. Mhm. Das heißt, für Dividendenfreunde wäre das dann auch ganz interessant. Das sieht man dann hier. Die Dividendenrendite, als es gut gelaufen ist, lag bei unter 1%. Ne? Die lag da bei 0,9%. Jetzt liegt sie bei, jetzt ist sie zweimal so hoch. Jetzt liegt sie bei 1,8%. Das ist kein Allzeithoch, aber es ist deutlich mehr, als es im Jahr 2021 gegeben hat. Und dann haben wir das dynamische Dividendenwachstum, dann steigt die Dividende auf 2,3, dann auf 2,5% und so weiter, laut den Analysten. Ja, ich finde die Einordnung, Thorsten, die du jetzt gegeben hast, sehr, sehr gut. Und auch, dass du das jetzt nochmal so visualisiert hast, weil ich glaube, die LVMH ist so ein Titel, den sehr viele Anleger auf dem Schirm haben, im Blick haben. Also klar, einerseits dieses geflügelte Wort, Luxus läuft immer, das kennen ja sehr, sehr viele. Und wenn man dann auch nochmal auf den Chart von der LVMH schaut, was da seit 2016 passiert ist, dann ist das ja also eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte, dieses Unternehmen. Und ich glaube, ich glaube, man muss es so sagen, dass viele Anleger den Eindruck haben, ja, man könnte jetzt das, was da 2016 bis heute passiert ist,
ja, möglicherweise so fortschreiben einfach. Und daran glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Und deswegen hast du das jetzt sehr gut nochmal gezeigt, dass jetzt das Aufwärtspotenzial, also das ist solide mit dem Dip, den wir jetzt haben. Aber das ist jetzt natürlich nicht mehr so, dass da jetzt der nächste Verdoppler oder Multibagger oder so vor der Tür steht und anklopft, um jetzt günstig eingesammelt zu werden. Deswegen ist das unter diesem Case. Wir sammeln die jetzt ein, weil die Dividende solide ist, die möglicherweise sogar noch ein bisschen Potenzial beim Dividendenwachstum haben und dass also auch, wenn die Geschäftserwartungen fundamental so eingelöst werden, wie jetzt vom Markt gepreist, dann besteht ja durchaus auch nochmal mit 15% pro Jahr ein solides Aufwärtspotenzial. Mhm. Aber wie gesagt, das ist definitiv kein Wert mehr, der irgendwie diese Multibagger Erwartungen hat, wo alle dann Dollarzeichen im Auge haben. Das kommt drauf an, wie lange du investiert bist. Ne? Irgendwann wird es hoffentlich schon ein Kursverdoppler werden. Wenn du nochmal kurz den Bildschirm teilst, dann möchte ich dir was Interessantes zeigen, was genau zu dem passt, was du jetzt auch gesagt hast. Ich habe jetzt so eine rote gestrichene Linie gebildet, und zwar von 2003 bis 2016. Du hast ja 2016 erwähnt. Das heißt, Erfolgsgeschichte ab 2016 und dann Normalisierung. Und wenn wir jetzt mal schauen, was für eine Rendite man mit der Aktie erzielt hat von 2003 bis 2016, jährliche Rendite, dann sind das 12,5%. Das sind genau die 12,5%, entspricht genau dem, was ich vorhin gezeigt habe. Als ich die Hilfslinien eingeblendet habe und gesagt, so was ungefähr realistisch ist. Aber, lass mich das auch nochmal ganz kurz mit einwerfen, aber wenn du dir mal anschaust, wenn du von 2010 bis 2016 gehst, dann dürfte das in den ganz, ganz niedrigen einstelligen Bereich zusammenschrumpfen, weil da ist im Wesentlichen nichts passiert. 8,7 noch? Von 2010 bis 2016? Ja, habe ich jetzt gerade. Okay. Also ich habe sogar Ende 2010, weil wenn ich Anfang 2010 mache, ist es deutlich höher. Dann bin ich ja hier unten. Dann bin ich... Ja, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann wäre es sogar bei 13%. Okay. Also ich habe jetzt extra quasi schlechte Jahre, also einen schlechten Zeitraum ausgewählt. Also wenn ich jetzt richtig schlechten Zeitraum auswähle, so schlecht, wie ich ihn kriegen kann, dann komme ich auf 3%. Dann habe ich quasi hier mal temporären Hoch gekauft und dann hier beim temporären Tief verkauft. Und dann kann ich jetzt ja mal reinzoomen, was ich da gemacht hätte quasi bis 2016. Naja, also hier sind Durststrecke gewesen, ne? Hier kann man es ja deutlich sehen. Da ist nicht viel bei rumgekommen. Gibt es natürlich auch. Aber das ist jetzt halt die schlechteste aller Phasen gewesen. Und so, naja, nicht die schlechteste. Man hätte noch mal, bei jeder Aktie kann man schlechte, richtig schlechte Zeiträume einzeichnen, bei jeder Aktie. Ne? Ja, weil klar. Hier ist die Finanzkrise, da ging es überall nach unten. Ne? Ja. Ja, definitiv. Nee, ich habe das, weißt du, warum ich das nochmal angemerkt habe, weil natürlich sozusagen die LVMH so extrem angezogen ist, quasi mit dem Peak, dem Zusammenkommen des billigen Geldes und Bernard Arnault natürlich dann vieles richtig gemacht hat, weil er nämlich auf Shoppingtour gegangen ist, auf Mega-Shoppingtour, das billige Geld sozusagen perfekt genutzt, seinen Kosmos, seinen LVMH-Kosmos mit ganz tollen Marken angefüttert hat, angereichert hat und da natürlich sehr viel Wachstum dann über die Zukäufe mit entstanden ist. Und das hat natürlich dann alles sozusagen so im Kurs auch perfekt nach oben getrieben. Also insofern, wahrscheinlich sehr tolle Managementleistung die letzten Jahre. Ja, hier ist ja dann auch der Goodwill, ne, der dann entsprechend da auch angestiegen ist. Seit 2017, hier gab es nochmal einen Sprung und dann 2021. Aha. Ja, also ja, aber schön. Also insgesamt definitiv, also schönes Unternehmen. Ich kann es echt gut verstehen. Also Jessica Schwarzer war neulich beim Interview, im Interview bei mir und die schwärmt ja von dieser Aktie. Also die hat wirklich gesagt, ich liebe dieses Unternehmen, ich liebe diese Aktie. Und ja, ich kann es dir nicht verdenken. Und schön, dass du jetzt auch nochmal hier quasi visualisiert hast, der aktuelle Dip, der ist mit Sicherheit kaufenswert und genau, also insofern kann man da, glaube ich, einen Haken dran machen, oder? Okay.
Nee, oder wolltest du noch, also du kannst auch gerne Ich dachte, wir gehen jetzt zur nächsten Aktie. Also das passt von Okay. Das passt aus meiner Sicht schon. Ja, also ich habe was ich jetzt noch gar nicht verraten habe, ist, dass ich die auch in unser Firmendepot gekauft habe jetzt, letzte Woche. Tatsächlich. Ah, okay. Ja, ja. Also ich habe die zum einen jetzt im Standarddepot, aber wir haben ja auch ein Firmendepot und da ist die auch drin. Ja. Hast du eigentlich noch, du hast mir mal in einem anderen Interview erzählt, dass du in dem Firmendepot auch tatsächlich ETFs hast, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Immer noch. Auf dem Nasdaq zum Beispiel habe ich einen. Ja. Ja, sehr gut. Mhm. Ja. Nasdaq 100, mein Lieblingsindex. Da kann ich jetzt sagen, den liebe ich. Das ist mein Ding. Ja, okay, nächste Aktie. Da musst du mir jetzt mal helfen in der Aussprache. Also wahrscheinlich spricht man sie 3M, aber ich sage jetzt einfach mal 3M, okay? Können wir uns darauf einigen? 3M sage ich auch immer. Genau. 3M, ja, okay, 3M ist eine Problemaktie. Muss man deutlich sagen. Sieht man wahrscheinlich auch, wenn man den Kursverlauf sich anschaut. Und zwar haben wir da ja erstens mal allgemein global galaktische Probleme. Und zum anderen, die quasi viele Unternehmen haben, die branchenübergreifend sind. Und dann haben wir noch unternehmensspezifische Probleme. Wir haben zum einen eine etwas lahmende Konjunktur. Und gerade jetzt in der so einem Tausendsaar wie 3M, der 60.000 plus Produkte herstellt, viele Industrieprodukte auch, da macht das natürlich schon ein bisschen Probleme, wenn die Konjunktur lahmt. Man sieht auch hier, dass ein bisschen die Luft draußen ist seit einigen Jahren, seit 2019, bezüglich des Gewinnwachstums. Während wir vorher schönes Gewinnwachstum hatten, über Jahrzehnte muss man schon sagen, insbesondere wenn man auch den bilanzierten Gewinn einblendet, haben wir hier jetzt seit kurzem, also seit 2019, jetzt quasi so eine Seitwärtsbewegung. Da steigen die Gewinne nicht mehr. Noch dramatischer wird das Bild, wenn man den bilanzierten Gewinn mit einblendet, dann sieht man hier plötzlich Verluste. Und das sind dann die unternehmensspezifischen Probleme. Und da geht es dann eben um Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, für diese Forever Chemicals, also diese Ewigkeitschemikalien genannt, weil die sich nicht abbauen oder kaum abbauen, wenn die mal in der Umwelt auch draußen sind und dann das Grundwasser verschmutzen und krebserregend sein sollen, wo ganz hohe Schadenersatzforderungen im Raum stehen. Und wenn wir schon bei Schadenersatzforderungen sind, dann geht es gleich nochmal mit angeblich defekten Militärohrstöpseln, wo es Massenklagen oder Sammelklagen gibt von über 200.000 angeblich geschädigten ehemaligen oder immer noch Angehörigen im US-Militär. Und da geht es jeweils um Milliarden von US-Dollar. Und da geistert es dann auch im Raum, dass 3M quasi pleite gehen könnte, wenn dann die Strafzahlungen zu hoch ausfallen sollten. Das ist das Problem und das ist das Risiko bei 3M. Dann hat man auf der anderen Seite aber auch viel Potenzial, wenn es nicht so schlimm kommt und man irgendwann einen Haken dran machen kann und das Unternehmen das soweit verkraftet und gegebenenfalls nicht mal die Dividende gekürzt wird. Dann hätten wir viel Potenzial nach oben. Das sieht man dann auch unter anderem hier. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann ist die Aktie jetzt von 260 US-Dollar auf unter 90 US-Dollar gefallen. Also über 50%, zwei Drittel Kursverluste, ne, erlitten. Und das ist natürlich schon massiv. Im Umkehrschluss ist dann die Dividendenrendite auf dem Allzeithoch gestiegen. Jetzt gibt es schon 6,8%. Vorher gab es eher so um die 2, dann schwankte das so um die zwischen 2, 3 Viertel und 2%, teilweise sogar unter 2% 2018. Und jetzt kriegen wir plötzlich dreimal so viel. Bei LVMH hatten wir doppelt so viel wie 2021 mal, hier gibt es jetzt dreimal so viel bei 3M. Und viele Leute fühlen sich dann natürlich angezogen, weil es ja nicht nur ein Dividendenaristokrat, sondern Dividendenkönig oder Kaiser oder was auch immer, wie man es auch nennt, 65 Jahre Dividendensteigerung am Stück, sieht man hier oben. Und das Problem wird jetzt tatsächlich sein, wie es mit den Schadenersatzforderungen aussieht, denn auch wenn die Konjunktur lahmt, was man ja hier ein bisschen sieht,
Also das organische Geschäft lahmt etwas, da hält 3M das Management dann dagegen mit Kosteneinsparungen in erster Linie. Dann sind die Dividenden ja noch nicht in Gefahr. Das sieht ja alles noch soweit ganz gut aus. Wenn ich einen freien Cashflow einblende, hier jedenfalls noch, ist er auch noch höher als die Dividende. Hier muss man gucken, warum die Analysten das schätzen. Das würde ich aber jetzt aber nicht erstmal als bare Münze nehmen, dass die Dividende nicht mehr gedeckt ist über den Cashflow, was nämlich schlecht wäre. Das würde nämlich sofort eine Dividendenkürzung bedeuten, weil die Bilanz von 3M, das können wir auch noch kurz zeigen, nicht so besonders stark ist. Das heißt, die können nicht aus der Bilanz heraus die Dividende zahlen. Das würde nicht funktionieren. Die sind auf laufende Erträge angewiesen. Weiß nicht, ob die Analysten hier davon ausgehen, dass hier schon die Schadenersatzzahlungen fällig werden. Falls das so wäre, müssen sie aber auch eine Dividendenkürzung quasi mit einschätzen. Haben sie aber nicht. Also insofern mache ich da mal ein großes Fragezeichen dran. Aber es verdeutlicht vielleicht das Risiko, was wir bei 3M haben. Ne? Ja, okay. Also das bedeutet, Bodenbildung kann man definitiv jetzt noch nicht ausrufen. Also ganz im Gegenteil, da ist was. Also falls sie die Dividende kürzen sollten, dann geht es da mit Sicherheit nochmal 20% nach unten. Also man muss jetzt erstmal davon ausgehen, dass der aktuelle Aktienkurs hier bei 87 US-Dollar die Einschätzung des Marktes bezüglich Risiko oder Chance und Risiko quasi, dass der Markt sagt, bei dem Aktienkurs ist es irgendwo austariert. Ne? Mhm. Und je nachdem, was jetzt passiert, wird es entweder nach oben gehen, richtig nach oben gehen oder richtig nochmal nach unten gehen, ist meine Meinung. Und das nicht als Charttechniker, sondern einfach, wenn jetzt, ich weiß aber nicht, wie lange sich das zieht mit diesen Rechtsstreitigkeiten. Das ist auch noch so ein Problem, das ist auch noch so ein Nervenkrieg. Also man braucht dann bei 3M immer noch starke Nerven halbwegs. Solange das noch nicht geklärt ist, diese beiden Rechtsstreitigkeiten, solange schwebt halt das Damoklesschwert drüber. Wir haben jetzt die Aktie weiterhin noch im Starterdepot. Sind uns bewusst, dass, das ist im Starterdepot. Und ich glaube sogar im Digi-Dividendendepot. Die ist da halt doppelt drin. Ne? Community hat sich das gewünscht. Wir haben die Aktie, gut, wir haben es auch vorgeschlagen, weil die Rendite extrem hoch, die Dividendenrendite extrem hoch ist, fürs Digi-Dividendendepot. Man kann das machen, wenn man entsprechend die Nerven hat, wenn man entsprechend so ein Unternehmen halt covert, also quasi auf dem Schirm hat, es einem bewusst ist und die anderen Aktien ist gegebenenfalls rausreißen. Das tun sie ja bei uns. Wir investieren ja in 20 Aktien. Aber das ist halt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt Spiel, aber wir wissen, dass es ein erhöhtes Risiko ist. An sich ist 3M ein super solides Unternehmen, ein Slow Grower, aber super solide an sich. Ja. Der Dividendenzock sozusagen mit einem Mischkonzern. Hat man auch ja, selten. Richtig. So könnte man es bezeichnen. Das war halt im Starterdepot. Da haben wir in 3M investiert, bevor das so groß rausgekommen ist. Da waren diese beiden Schadenersatzforderungen so noch nicht bekannt. Also da gab es diese Sammelklagen noch nicht. Und im Digi-Dividendendepot, da war es dann eine bewusste Entscheidung, von uns allen, also sowohl uns als auch der Community, da dann, jetzt nehme ich mal deine Worte, den Dividendenzock dann mit reinzunehmen. Hm. Sag mal, schießt mir jetzt nur so spontan durch den Kopf, wo ich gerade Dividendenzock gesagt habe. Habt ihr die British American Tobacco eigentlich auch irgendwo im Depot, die BAT? Ja, die haben wir im dicke Dividendendepot, die ist hier drin. Ah ja. Und die sind wir auch im Minus. Also wir sind insgesamt im Plus, haben wir erst vor kurzem angefangen, ne? Mit dem. Und sind aber im Plus, aber hier, wenn ich alle Positionen anschaue, und hier ist British American Tobacco, die ist eine der drei Aktien, die am schlechtesten gelaufen sind tatsächlich. Aber da bin ich langfristig eigentlich ziemlich optimistisch. Also das beste aufgestellte Tabakunternehmen ist Philip Morris. Ich glaube, gegen die hat British American Tobacco sich eine Abstimmung mal durchgesetzt, weil da die Dividendenrendite da nochmal sehr hoch ist und die einfach günstiger bepreist war, damals schon, jetzt ist sie noch günstiger bepreist. Ja, genau, weil die haben ja irgendwie ein KGV von 6 oder 7 und
Dividendenrendite von knapp unter 10%. Also da preist ja der Markt, ich habe es neulich auch in einem Video besprochen, in einem anderen Video, da preist ja der Markt quasi ein bei denen, dass die fast pleite sind. Das ist ja Wahnsinn. Das ist natürlich nicht richtig. Ne? Also ja, das ist schon extrem. Also hier die Dividendenrendite liegt bei 9,2%. Das ist fast allzeithoch. Die lag schon mal im Jahr 2000. Also in den letzten, die liegt höher als in den letzten 20 Jahren, ganz deutlich. Ne? Die war, also die gab es für die für BAT gab es mal 2016 nur 3,2%. Mittlerweile gibt es fast dreimal mehr. Ne? Das ist natürlich schon extrem. Und wenn wir hier in den Qualitätscheck gehen, dann sehen wir ja, sowohl bei bilanzierten als auch beim bereinigten Gewinn, dass es gut läuft. Wir haben ja auch keine Abschreibung oder so wie bei Altria, dass die irgendwie total falsch investiert hätten und dann Milliarden von Dollar abschreiben müssen. Bei Altria ist das ja der Fall. Haben wir hier bei British American Tobacco gar nicht. Also das ist schon ein solides Unternehmen. Und was haben die denn? Die haben 4 Milliarden an Cash. Würde jetzt auch nicht reichen, nicht ganz reichen, um ein Jahr Dividende zu zahlen. Knapp Dividendenausschüttung, 4 Quartale, knapp, also 4,9 Milliarden britische Pfund. 4,1 Milliarden haben sie. Aber wir haben halt ein extrem solides Geschäftsmodell bei Zigaretten immer noch. Der Markt schrumpft und sie sind bei den Next Generation Products meiner Meinung nach noch nicht ganz so gut wie Philip Morris. Die sind da noch ein bisschen besser mit IQOS, haben sie ein besseres Produkt, meiner Meinung nach. Aber in Summe läuft es weiterhin und der Markt ist in Bewegung mit den Next Generation oder Risk Reduced Products, hier nennt es ein bisschen anders, der Markt ist in Bewegung, die bleiben da nicht stehen. Die werden dieses Verdampfen wahrscheinlich immer mehr, dieses Vapor immer mehr zurückfahren und dann auch immer mehr richtig gute gute, also ist jetzt natürlich eine ethische Frage und so, aber ich meine jetzt noch konkurrenzfähigere Next Generation Products herstellen. Also ich denke schon, dass da langfristig einiges zu holen ist und die Dividendenrendite also wirklich attraktiv ist. Wachstumsraten bei der Dividende sind jetzt natürlich jetzt erstmal nicht so super hoch, langfristig im mittleren bis niedrigen einstelligen Bereich, aber ich meine, dafür ist es halt extrem hoch. Ne? Ja, ja. Ja. Kommt drauf an, was wir haben hier halt noch die Scorecard, ne? Und das sieht man dann auch ganz klar, also für Dividendenertrag, wenn man hohe Dividenden will, da glänzt die Aktie eben. Und für die anderen Strategien ist es eher so mittelprächtig. Wobei interessanterweise eine 6 für Gewinnwachstum ist eigentlich höher, als ich jetzt spontan gedacht hätte. Aber wir haben ein jährliches Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Bereich, deshalb ist es auch da kein Totalversager. Ja, unbedingt. Okay, dann kommen wir mal zur dritten Aktie. Also schöner kleiner Exkurs zu BAT, aber direkt rüber zum nächsten Dividendenwert, nämlich die Realty Income. Ja, genau. Der beliebteste REIT der Welt, würde ich mal annehmen. Und auch hier ist es so, dass wir die im dicke Dividendendepot haben. Ich muss mal kurz reingucken. Das ist Starterdepot, das ist dicke Dividendendepot. Und da haben wir auch Realty Income. Und es ist ebenfalls eine der Aktien, die am stärksten gefallen sind. Weil ich muss jetzt sagen, wir haben am Anfang beim Dicke Dividendendepot, nachdem wir uns entschieden haben für eine einzelne Aktie, dann gleich 1000 Euro in die Aktie reingesteckt, das einmal kaufen und danach angefangen zu besparen. Ich mit 50 Euro. Und das ist natürlich immer beim Einmalkauf, wenn du kaufst und dann geht die Aktie auch erstmal runter, dann hast du halt ein paar Kursverluste. Mittlerweile diese Aktie ebenfalls von der berühmten Dividendenrendite auf Allzeithoch oder nahe Allzeithoch. Hier sind es jetzt 6% Dividendenrendite. Und ja, während der Finanzkrise gab es schon mal mehr. Da gab es bis tatsächlich hier mal 9,5%, sage und schreibe. Aber jetzt hier seit 2010, also innerhalb der letzten 13 Jahren quasi, war die Dividendenrendite noch nie höher als derzeit. Und ich halte den REIT für sehr interessant, weil ist im Bereich Einzelhandel unterwegs. Und das ist sehr solide, weil die Mieter sehr solide sind. Also viele von diesen Ankermietern sind selbst börsennotierte Gesellschaften wie Home Depot, also die größte Baumarktkette,
oder 7-Eleven da aus Japan, dieser Einzelhändler. Walmart zum Beispiel ist auch dabei, also die größte Apothekenkette. Solche Größenordnungen haben die als Mieter, kann man bei den Investor Relations dann auch nochmal sehen. Und selbst während der Finanzkrise hier, nicht während der Finanzkrise ist ja hinten, ich meine während der Lockdowns, wo dann Geschäfte geschlossen hatten, da gab es Fitnessstudios und beispielsweise Kinos als Mieter, AMC, die da Probleme hatten. Aber insgesamt war die Leerstandsquote nie unter, also war immer unter 1%. Und die Bezahlquote quasi, also die Außenstände, die Rückstände, die waren immer minimal. Selbst während dieser schweren Zeit. Und nachdem dann Corona vorbei war, hat man ja auch gesehen, dass die Leute wieder einkaufen. Also das ist einfach so ein soziales Erlebnis auch. Das heißt, wenn die Einkaufszentren stimmen, dann ziehen die Menschen an. Die Menschen gehen dann in die Restaurants noch, gehen noch einkaufen, gehen noch ins Kino, gehen noch ins Fitnessstudio. Und das ist einfach so ebenso langweilig wie solide, dieses Geschäftsmodell, meines Erachtens. Und der Onlinehandel kann mir das auch nicht ausmerzen. Das macht es für mich so interessant, auch mit der hohen Dividende. Die langweilige Planbarkeit quasi. Ja? Und wenn die Aktie jetzt günstig ist oder günstig erscheint, das sieht man dann hier, sieht man den Funds from Operations und den Adjusted Funds from Operations, den ich jetzt mal hier nehmen würde. Man muss ja REITs anders bewerten, wie man normale Unternehmen bewertet, nicht mit dem bilanzierten Gewinn, weil das sieht man hier, bilanzierte Gewinn in grün, das ist viel niedriger als der Funds from Operations. In erster Linie wegen den hohen Abschreibungen auf die Immobilienbestände, die im Vermögen sind von Realty Income, um dann eben die Mieterträge zu vereinnahmen. Und wenn man das jetzt sieht, der Aktienkurs, wie stark der gefallen ist, der liegt jetzt bei um die $50. Und um die $50, wir hatten schon $55 im Jahr 2013. Im Jahr 2013 hatten wir aber einen Adjusted Funds from Operations von $2. Und mittlerweile haben wir $4. Ne? Das heißt, die verdienen mittlerweile zweimal so viel. Also doppelt so viel. Beim selben Aktienkurs. Ja, aber wie sind die Schulden? Das ist ja auch so bei diesen Immobilienplayern ganz, ganz wichtig. Also die leveragen sich ja ohne Ende. Also das heißt, da müsste man mal drauf schauen, wie viel Schulden haben die und wie viel müssen die in den nächsten Jahren, wie viel wird da fällig und wie viel müssen die jetzt zu den gestiegenen Zinsen refinanzieren? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Die Schulden sehen wir ja erstmal hier. Zunächst einmal ist es richtig, dass Unternehmen, also REITs wie Realty Income, die fast alles ausschütten müssen hier von ihrem Net Income, sieht man hier auch an den Funds from Operations, die schütten immer fast bis an die Kante aus. Ne? Das heißt, sie können wenig Gewinnrücklagen bilden und die müssen halt wachsen, entweder durch neue Schulden, ne? Zinstragende Schulden, entweder durch neue Schulden. Hier haben die den Varade REIT übernommen und quasi nochmal einen Sprung der Schulden nach oben. Oder durch die Anzahl der Aktien, indem das quasi neues Eigenkapital, das machen die auch, Anzahl der ausstehenden Aktien steigt, oder halt Schulden aufnehmen, Fremdkapital. Die machen eine Kombination aus beidem. Und die haben jetzt eine Zinslast von 600 Millionen US-Dollar derzeit, um das gerade ins Verhältnis zu setzen. Dividenden zahlen die aus in Höhe von knapp 2 Milliarden. Das heißt, zwischen Drittel und ein Viertel davor von der Dividende wird nochmal fällig, um die Zinsen zu bedienen. Und das habe ich mir jetzt auch extra aufgeschrieben, wie es mit den Schulden aussieht, wie die verteilt sind. Die erstrecken sich über eine Laufzeit von über 10 Jahren. Man muss sich das so vorstellen, dass die dann beim Fremdkapital in erster Linie Anleihen ausgeben. Und diese Anleihen haben halt eine Laufzeit von x Jahren. Und die Laufzeiten werden so gestreckt, dass nicht in einem Jahr alle fällig werden, sondern über eine gewisse Zeit werden die erst fällig. Das heißt, die sind gestrickt auf über 10 Jahren. Und die durchschnittliche Umschuldung, also wie viel Fremdkapital, hier die verzinsten Schulden, liegen bei 21,5 Milliarden US-Dollar. Da werden also im Jahr weniger als 10%, sprich weniger Schulden oder weniger als 2,1 Milliarden
US-Dollar-Schulden müssen dann quasi refinanziert werden. Die haben dann jeweils den höheren Zinssatz oder einen höheren Zinssatz. Der Rest erstmal den alten Zinssatz. Das heißt, das ist ein schleichender Prozess in beide Richtungen. Also wenn die Zinsen nach oben gehen, dann zieht die Zinslast von einem Unternehmen wie Realty Income langsam über die Jahre an, langsam, schleichend. Und wenn irgendwann die Zinsen wieder sinken, ist es aber dasselbe Fall. Dann haben die ja immer noch die alten Anleihen, die sind in Hochzinsphase ausgegeben und immer noch bedient. Weiß ich jetzt nicht, wenn man da jetzt reingucken würde, könnten die, ob das dann eine extra Kündigungsklausel oder sowas gibt, vermutlich nicht. Wer würde dann sonst diese Anleihen kaufen oder ansonsten nur mit Abschlag? Das heißt, es wird dann auch langsam wieder runtergehen, das Zinsniveau. Momentan geht es natürlich hoch, aber schleichend. Und Realty Income hat ja auch Mieterhöhungen eingebaut und so weiter. Insofern sehe ich das recht entspannt, beziehungsweise natürlich wird es jetzt erstmal zu einer Mehrbelastung in den nächsten Jahren vermutlich führen. Wobei, wenn man diesen Boxplot ja anschaut von der FED, ne, wo die einschätzen, die einzelnen Mitglieder von dem FED-Komitee, wo die Zinsen wahrscheinlich über die nächsten Jahre sein werden, dann ist es ja so, dass das Ziel irgendwo bei 2% plus liegt von der FED. Und da wollen die ja hin. Und das sieht man im Boxplot natürlich auch ganz deutlich. Die können es natürlich nicht einfach so festlegen, aber es kommt natürlich auf die Makroökonomie an. Aber man geht jetzt mal davon aus, oder ich gehe davon aus, dass die Zinsen jetzt nicht mehr großartig steigen werden, sondern in den nächsten 2-3 Jahren eher wieder sinken werden. Sobald die Inflation quasi unter anderem zulässt. Und sobald das passiert, werden Aktien wie die von Realty Income wieder interessanter, wie die hohe Dividenden anbieten. Na, das ist ja immer so eine Zyklik. Wenn die Zinsen steigen, dann haben Aktien, insbesondere mit einer hohen Dividende, dann plötzlich verzinsliche Konkurrenz. Und wenn dann das Zinsniveau irgendwann wieder sinkt, dann sind die Aktien wieder im Vordergrund. Und wenn man hier langfristig investiert, dann war es ja jetzt bisher immer so, dass irgendwann die Zinsen auch wieder gefallen sind. Und wenn das passiert, dann wird der Aktienkurs wieder anziehen. Ist meine Vermutung. Und wenn der Aktienkurs wieder anziehen wird, dann jetzt auch den fairen Wert machen, dann sieht man, wie massiv die Aktie jetzt erstmal unterbewertet ist, basierend auf der durchschnittlichen Bewertung der Vergangenheit. Man kann es jetzt natürlich nach unten korrigieren. Wenn man es ganz ins ganz Extrem machen würde, auf ein KGV von 12,8, was der Markt momentan macht, sogar da hätten wir schon, sogar eine Renditeerwartung schon von 9,8%. Ne? Und was da jetzt überhaupt nicht eingepreist wäre, dass die Zinsen nach hinten raus irgendwann wieder sinken. Nämlich wenn die Zinsen sinken sollten, dann haben wir nicht nur das organische Wachstum, also hier steigt der faire Wert nur wegen dem Wachstum, nur wegen dem prognostizierten Wachstum, hier der Adjusted Funds from Operations. Aber wenn die Zinsen wieder sinken sollten, dann würde die Aktie auch wieder höher bewertet. Dann hätte man ruckzuck vielleicht wieder ein KGV von, ich mache nur 14, aus 12,8 mache ich nur 14. Und dann hätte man plötzlich eine Renditeerwartung realistisch schon von 12,4%. Und dann wäre der Aktienkurs lediglich bei 63 US-Dollar. Und das heißt, da war er vor kurzem noch bei 63 US-Dollar. Da war er noch Mitte letzten Jahres. Der Aktienkurs war bereits hier bei über 80 US-Dollar. Also insofern, wegen des soliden Geschäftsmodells zum einen, wegen der hohen Dividende zum anderen und dann als drittes quasi als antizyklisches Zinsinvest, wenn man so möchte, halte ich die Aktie schon für interessant. Momentan sind wir damit jetzt im Minus, sei es drum, ist halt so, aber wir investieren jetzt weiter in die Aktie und ich habe die auch vor zwei Wochen auch ins Firmendepot gekauft. Okay, also durchaus sozusagen im Englischen würde man sagen, wenn du jetzt bei Goldman Sachs arbeiten würdest. Das sowieso, das hast du ja sowieso, aber High Conviction würde man, glaube ich, sagen, wenn man jetzt bei Goldman Sachs arbeiten würde. High Conviction. Bei Realty Income auf jeden Fall, vielleicht nochmal an der Stelle, wir machen keine Kaufempfehlung. Ne? Kann natürlich sein, dass es noch irgendwie weiter runter geht oder so. Bei keiner Aktie ausgeschlossen.
Aber also langfristig bin ich da sehr optimistisch gestimmt, dass man hier also einen schönen Monatsdividendenzahler hat, kommen wir noch dazu. Die überweisen Ja, jeden Monat ihren jeden Teil der Monat. Dividende, eine hohe Dividende und vielleicht nach hinten raus auch noch schöne Kursgewinne. Natürlich nur einmalig, wenn die Aktie sich dann wieder erholt. Also, ich höre da jetzt raus, Realty Income und LVMH stehen sehr hoch im Kurs bei dir. Bei 3M, sagen wir mal so, leichtes Fragezeichen dran, durchaus auch risikobehaftet. Also es gibt ein paar Variablen, zum Beispiel die Rechtsrisiken, die nicht so richtig gut einzuordnen sind. Und ja, unser kleiner Exkurs zu BAT hat eigentlich auch gezeigt, also ja, dass du da eigentlich auch sehr optimistisch bist. Also ja, insofern haben wir hier drei Titel ein bisschen intensiver besprochen. Den anderen haben wir jetzt noch mal so quasi schwupps, by the way, mitgenommen. Mitgenommen. Und Genau. genau, jetzt komme ich mal zu meiner Abschlussfrage, Thorsten. Also aus diesen beiden Depots, Starterdepot und auch dicke Dividendendepot, abgesehen von den vier Titeln, die wir jetzt besprochen haben, wenn ich dir jetzt 5.000 Euro für eine Einmalinvestition geben würde, Oh je. Schau mal. Für welchen würdest du dich entscheiden? Ah, Quatsch. Okay. Mit welcher Zielsetzung? Du willst dein Geld möglichst schnell vermehren, oder? Nee, einfach private Präferenz sozusagen. Dein persönlicher Favorit aus ja, den Also, beiden ich würde natürlich Depots. erstmal den Disclaimer um, ich würde natürlich erstmal den Disclaimer um die Ohren hauen und sagen, müsste ich dein Ja, ganzes Geld klar. in eine Aktie investieren, etc. pp. Aber du würdest dich nicht beirren lassen und würdest mir jetzt echt versuchen, einen Namen zu entlocken. Richtig. Boah, eine Aktie will er haben. Eine Aktie will er haben. Also was sich jetzt als sehr krisenfest auch zeigt, ist PepsiCo zum Beispiel. Da ist zwar der Aktienkurs auch runtergekommen, aber ich meine zu Unrecht. Da gibt es so einen kleinen Wegovi, so eine kleine Wegovi-Angst, dass diese Appetitzügler da den Menschen den Appetit verderben, den Patienten, die das einnehmen und die dann weniger kaufen, halte ich für absolut übertrieben. Da oben ist übrigens Novo Nordisk der Verursacher. Eins weiter oben. Ja, Okay. auch im Depot. Aber boah, du willst lang. So viele gute Aktien. Also PepsiCo sehe ich viel Aufholpotenzial. Microsoft ist eine sichere Bank, ja, langfristig. Die Aktie natürlich höher bewertet. Wäre auch super. Ah, ich muss eine Aktie sagen. McDonald's wäre auch gut. Oh mein Gott. Schwer. Schwer, schwer, schwer. Okay, komm, lass mich Microsoft. Ich nehme Microsoft, weil die haben drei super Segmente, drei tolle, starke Säulen. Wenn man da nur lang genug investiert ist, dann wird man damit auch eine schöne Rendite erzielen. Ist jetzt keine hohe, extrem hohe Dividende, aber sei es drum. Was haben die denn momentan für eine Dividende? 0,8% nur. So, jetzt hast du einen Namen gekriegt, Microsoft. Du Ja, hast gesehen, wie Microsoft. schwer ich mich tue, aber man hat schon, wenn man hier reinguckt, schon die Qual der Wahl. Weil Ja. momentan gibt es doch einige günstige Kaufgelegenheiten bei Dividendenaktien. Ja, okay, cool. Du, Thorsten, vielen, vielen Ja. Dank für deinen Input. Hat mir sehr viel Gerne. Spaß gemacht. Mir Und auch. ja, sehr, sehr gerne bald wieder, mein Lieber. Ja, wir sehen uns. Wir sehen Also, uns. dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen an deine Zuschauer. Können ja gerne Kommentare hinterlassen, ne? Was sie zu Ja, von den einzelnen unbedingt. Aktien halten. Vielleicht gibt es auch noch Ja. Vorschläge für Starterdepot. Können wir eine Aktie austauschen? Ja, Okay. genau. Der Aufruf gilt. Community, bitte beteiligen. Habt ihr noch ein paar Anregungen für Thorsten? Aber jetzt erstmal, wie gesagt, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, ja. Okay, mach's gut, Timo. Ciao. So, das war mein Video mit Thorsten Tiet, also drei spannende Titel, die er uns da mitgebracht hat. Die LVMH finde ich persönlich ehrlicherweise nicht so richtig spannend. Also, wir haben ja neulich auch in unserem Podcast mit Lars Erichsen und Sebastian Hell bei The Dip über die LVMH gesprochen. Sebastian findet sie sehr spannend, ist investiert, hat sogar nachgelegt. Lars hält LVMH für überschätzt und ich bin, na, sagen wir mal, in der Mitte sozusagen anzuordnen. Ich finde sie weder richtig günstig, also sie springt mich nicht so richtig an, noch ist sie irgendwie teuer, also für mich aktuell kein Wert, in den ich dort großartig investieren würde. Steht bei mir auch ehrlicherweise nicht auf der Watchlist. Die 3M, ja, da kann ich ganz klar sagen, da würde ich nicht reingreifen. Also das Rechtsrisiko ist eine zu große, unbekannte Variable in meinen Augen.
Was haben wir noch? Realty Income halte ich für einigermaßen interessant. Interessanter auf jeden Fall als die Vonovia. Ich weiß, kann man nicht hundertprozentig miteinander vergleichen. Also ist ja von der Rechtsstruktur nochmal ein bisschen anders geartet. Einerseits ein REIT, andererseits ein in Anführungszeichen ganz normaler Immobilienkonzern mit Vonovia. Ich würde höchstwahrscheinlich eher zur Realty Income tendieren, wenn ich die Wahl zwischen diesen beiden Titeln hätte. Müsste ich mich aber insgesamt noch mal ein bisschen detaillierter reinarbeiten. Zum Beispiel, wie denn dort die Fälligkeiten tatsächlich sind bei den Anleihen, bei der Realty Income wohlgemerkt. Und dann haben wir noch die BAT. Tatsächlich ist das ein Wert, mit dem ich mich höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen werde, kommt auf die Watchlist, möglicherweise auch auf die Ideenliste hier für ein eigenes Video. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was sich da bei mir so tut. Ja, und jetzt würde ich dich bitten, lass mir unbedingt noch ein Like da, Daumen nach oben für dieses Video hier. Das habe ich noch vergessen, meine Abschlussfrage, die geht natürlich raus an dich. Die Abschlussfrage lautet: Welchen dieser Werte findest du denn spannend? Hast du einen davon im Depot? Wenn ja, wie ist es gelaufen? Falls nein, hast du den einen oder anderen Titel hier vielleicht auf der Watchlist? Und interessierst dich dann also dafür, auch aufgrund dieses Videos hier möglicherweise da dir nochmal ein paar zusätzliche Informationen zu besorgen? Ja, das würde mich interessieren. Feuerfrei in den Kommentaren. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und jetzt aber schlussendlich wirklich den Daumen nach oben drücken, aller spätestens jetzt. Und Abo aktivieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute dir.